Hackler fertig. Zieht an. Guten Abend. Das sind starke Männer aus Rüpperding, aus Insel. Und das ist der Hans Pichler. Hans Pichler, er ist sozusagen der Trainer der ganzen Mannschaft. Denn das sind alles kräftige Jungs, die aus Bayern kommen und die verschiedene bayerische Kraftsportarten machen. Das war zum Beispiel die bekannteste, Fingerhaken. Das sieht man natürlich an der Hand nach irgendeiner Zeit. Er betreibt diesen Sport also schon länger und auch sehr ausführlich. Wie oft Fingerhakelst du so? Ja, jeden Tag einmal aufhängen, gell? Wo aufhängen? Ja, irgendwo an Decken hacken, gell? In der Garage oder was? Wie lange? Ja, so lange müssen wir der Leute, gell? Ja. Das ist, wo ist denn der Papa? Der hängt hinter der Garage. Hey. Und das hat aber Tradition in Bayern. Ich meine, früher haben sich die Jungs auch mal aufs Kinn gehauen oder irgendwo sonst hin. Und jetzt ist das eigentlich mehr in Bahnen gelenkt, wo es nicht wehtut, aber man doch Kräfte gewinnt. Ja, es gibt in Bayern Fingerhakelvereine, Gauverbände. Und es wird sportmäßig betrieben. Was bist du privat zum Beispiel? Schreiner. Schreiner, aber auch immer am Hobeln, also? Bin aber schon, mache aber das schon 15 Jahre lang. 15 Jahre. Du bist ja eigentlich gar nicht so ein Brummer. Also man hat natürlich auch Kräfte, obwohl man gar nicht so ungeheuer breit ist. Die liegen natürlich dann im Finger. Ja, ich war da schon mehrere Male Deutscher Meister. Deutscher Meister. Gibt es da auch aber Bayern, jetzt, die jetzt nicht mehr. Auch nicht Bayern, die da mitmachen? Oder ist alles bei Bayern? Ja, die meisten. Also die Österreicher machen auch mit. Die Österreicher und die Bayern. Es gibt aber noch andere schöne Sportarten, zum Beispiel, die man überhaupt nicht kennt. Wie heißt das, was jetzt kommt? Bohrhackeln. Bohrhackeln. Gut. Das ist das gleiche wie Fingerhackeln, nur eben mit den Knien so ungefähr. Die Jungs legen sich nebeneinander. Macht man das im Wirtshaus auch so als Herausforderung, manchmal als Duell? Ja, man macht halt die Holzstuben früher bei den Holzknechten, wenn sie bei mir die gewohnt haben, Donnerstag und Freitag. Kein Bier hat es nicht gegeben und sonst kein Vergnügen. Da hat man halt auf so Spiele gekommen dann, ja, wo sie die Kraft so dann ausprobieren. Fangen wir an. Haben wir eigentlich die deutsche Übersetzung mit Untertext? Oder? Also die Knechte haben sich früher auf den Boden gelegt und haben das gemacht, wenn sie nicht gewusst haben, wohin mit der Kraft. Drei, kurz einer, zwei, genug. Ja, ab geht's. Ja, ja. So. Also. Gewonnen hat immer der den anderen übers Kreuz schmeißt. Genau. Ist das eine ganz bestimmte Technik oder hat man einfach ganz starke Oberschenkel? Ist das die Kraft im Bein? Das ist eigentlich Technik für dabei. Ja. Kraft allein hilft eigentlich gar nichts. Also viel Technik. Wie lange betreibt ihr den Sport schon? Jetzt ungefähr so 7 Jahre. 7 Jahre? Und schon mal das Bein ausgekugelt oder passiert eigentlich wenig? Nein, du musst viel noch trainieren, im Sommer Radl von den Berg gehen und man muss viel trainieren, im Sommer Fahrrad fahren, auf Berge steigen. Also, und jetzt ist etwas, was kaum jemand kennt. Das heißt, ich kann es ja nicht richtig aussprechen. Strengkatzenziehen. Strengkatzenziehen. Eine Strengkatze ist ein Handtuch. Also so eine Art Leinentuch, dass sich die beiden Burschen um den Hals schlingen. Dann legen sie sich zu Boden. Gucken sie ins Gesicht und schimpfen sich auch ab und zu. Oder ist es nicht üblich zu sagen? Zirgo, Zirgo Miumi. Da sind jetzt so Linien. Wer von den beiden es schafft, den Gegner über die Linie zu ziehen, der hat gewonnen. Der kriegt das Model. So, also auf geht's. Hey, hey, komm, hopp. Jetzt, komm. Jetzt, hopp, hopp, zehn. Echtes Mannestum aus Bayern, Rüpperding und Insel. Wir sehen uns am Ende der Sendung nochmal wieder. Hier ist Anne Heiges, Freundin. Machen wir noch was, machen wir noch was.
steht und sie ist der Gegenpol. Also wohne ich, warum mich so oft bei ihr bin? Ich geh halt heute Abend zu ihr. Und glaube, selbst du kriegst das nicht hin, dass ich sie aus den Augen verliere. Starke Männer, starke Frauen heute in Asowas. Inzwischen schauen ja alle vergesslichen Menschen Asowas und alle, die nicht wissen, was sie am Sonntag kochen sollen. Heute gibt es keine Küche und es gibt kein Fundbüro. Das machen wir ein andermal natürlich wieder. Tut mir leid, wenn Sie morgen nichts zu essen haben, weil Sie auf mich verlassen haben. Wir machen heute in Sachen Kraft. Viele trainieren ihre Kraft ja an diesen Geräten. Gewicht heben, das sind nicht etwa Langspielplatten, die hier dran sind. Das sind echte Riesengewichte. 145 Kilo sind das. 45 Kilo, ja. Nun werde ich mal versuchen, zumindest ansatzweise, das wenigstens ein bisschen zu heben. Ein ganz kleines bisschen. Zu diesem Behufe senke ich mich nach unten, so sehe ich das immer. Einen Moment. Ja. Das ist wichtig. Die Arme gerade lassen jetzt. Erst greifen an der Stange. Ja. Arme gerade und einen geraden Rücken machen. So. So und ein bisschen höher mit dem Gesäß. So. So. So ist richtig. Und jetzt volle Kraft. Volle Kraft nach oben. Nach oben. Ja. Ich roll es ein Stückchen. So, danke. Aber es, nein, aber es, es gibt Menschen, die heben sowas. Manche sehen so aus und manche sehen so aus. Meine Damen, bitteschön. Herzlich willkommen in Asowas. Ihr betreibt einen Sport, wie nennt man den ganz genau? Kraft-Dreikampf. Kraft-Dreikampf der Damen. Ja. Nun, wenn man Kraft-Dreikampf hört und wenn man Frauen hört, denkt man, da kommen solche Brummer an und nun seid ihr alles ziemlich zarte Mädels. Wie kommt ein Mädchen auf die Idee, so einen Sport zu betreiben, wenn sie nicht gerade wie eine Dampfwalze geraten ist? Ja, wahrscheinlich aus den gleichen Gründen, aus denen man sich auch für jede andere Sportart entscheiden könnte. Ganz einfach, weil man den Sport faszinierend findet und Interesse an dem Sport findet und überhaupt erstmal das Handeltraining kennenlernt und eben das überhaupt begreift, was das bedeutet und dementsprechend das eben aber toll man hat findet. Doch immer den Eindruck, dass so ein Sport den Körper irgendwo, ich will nicht sagen verformt, aber doch zumindest, dass einfach das Damenhafte und du bist dann wirklich eine Gazelle, trotzdem wuchtest du so Sachen nach oben. Wie passt das zusammen? Wie viel wiegst du? Ich wiege 46 Kilo. Und wie viel hebst du? Im Kreuzheben 120, Bankdrücken 50 und Kniebeuge 100 Kilo. Das ist ein Wahnsinn. Er trainiert die Mädels auch, beziehungsweise er kennt sich mit dem Ganzen aus, Friedrich Sese. Friedrich, wie kommen eigentlich diese Verhältnisse zustande? Ja, also ich würde sagen, die Mädchen, so wie sie da stehen, haben reine Muskelmasse. Das, was die Edith und die Alice
Und die Heidi da am Körper haben, sind nur Muskeln. Bei dir ist ein bisschen Haut dabei. Ja, ich würde sagen, wir müssen das Haut dabei. Ja, genau. Du zum Beispiel, wie alt bist du? 26. Und was machst du so im täglichen Leben? Das ist ja kein Beruf, das machst du ja als Hobby. Ich bin Sekretärin beim Oberbürgermeister in Würzburg. Oh lala. Hast du mir schon mal den Telefonhörer um die Ohren gehauen? So? Nee. Nein. Ist er stolz auf dich? Ja, glaube ich schon. Das glaube ich. Ihr seid ja auch alle gekürt. Was bist du zum Beispiel an Titeln schon gewesen? Dritte bei der Europameisterschaft. Deutsche Juniorenrekordhalterin im Bankdrücken. Und Sie? Bin Europameisterin. 4 Jahre hat sie gebraucht, bis sie das geschafft hat. Und jetzt darf ich die Damen an die Geräte bitten. Vielleicht fangen wir damit an. Weil das mich doch am meisten in Verlegenheit gebracht hat, Kreuzheben. Das heißt, sie muss versuchen, das Ganze so hoch zu bekommen, dass die Arme gestreckt sind. Ist das richtig? Richtig, sie muss das Gewicht bis zur Körperstreckung hochheben. Ne? Bis zur Körperstreckung hochheben. Hopp! Ja! Es ist also wirklich, wenn man selber angefasst hat, unglaublich. Was machen wir beide? Kniebeuge. Kniebeuge. Das heißt, was wird sie jetzt machen? Sie wird das Gewicht... Sie nimmt das Gewicht aus den Ständern, ja. Wartet normalerweise das Abzeichen des Kampfrichters ab, ja. Geht in die tiefe Hocke und steht wieder auf. Und zwar zweimal, ja? Ja, normalerweise nur einmal im Wettkampf. Bei uns zweimal. Sie macht jetzt zweimal, weil sie heute so stark ist. Ah, ja. Gut, wunderbar. Okay. Dankeschön. Und jetzt kommen wir zu dir. Was machst du? Bankdrücken. Jawohl. Du drückst dich ganz fest auf die Bank. Moment, warte. Moment, warte mal. Der Meister hilft. So. So. Damit du nichts vergeudest. So. Gut? Ja. Jetzt machen wir keine Witze. 1, 2, 3. Nein, okay, also, ich dachte, ich zähle mit. Mach, leg wieder hin, um Gottes Willen. Okay. Danke. Es ist... Es ist eine unglaubliche Sportart und ich muss mich also wirklich bedanken, dass ihr bei mir gewesen seid. Wie viel wiegen eigentlich Sie? Das würde mich interessieren. Ich wiege 125 Kilo, wenn ich mein Normalgewicht habe, mein Wettkampfgewicht. 125 Kilo. Jetzt muss ich gucken, wie es weitergeht. Wir machen Musik. Eine Stimme, die Sie alle kennen. Ich sage nur Procol Harum. Dann haben Sie eine Stimme im Ohr und die Stimme gibt es immer noch. Gary Brooker, The Long Goodbye. I suppose I should have guessed when I saw the invitation. You told me love was blind, but you were only joking. I know you've changed your mind, but I still keep on hoping. Strong. And if I see you again, it will be as a friend with time for a long goodbye. You know I felt so bad when I left you at the station. It was the first such desolation. It's been a long, long time, but I still can't forget you. And my friends all say maybe I don't want to. Sky.
The Long Goodbye. Gary Brooker. Huh? Das ist ein Lied, ein Ohrenschmaus. Jetzt kommt ein Augenschmaus. Bodybuilding. Wir haben die zweifache Weltmeisterin Gabriele Sievers. Sie zeigt uns Ausschnitte aus ihrer WM-Kür. Gabriele Sievers. Es ist zwar ein Jammer, aber machen wir ein Jäckchen drüber. Ich meine, 1000 Männer haben wirklich jetzt bestimmt zu Hause gedacht, also einmal wenigstens anfassen, aber ich darf mal, ja? Ach, es ist so, wie Sie sich's vorgestellt haben. Sag mal, wie lange arbeitet man an so einem Body? Ich meine, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man fängt also mickrig an und sagt, das baue ich alles auf, oder hat dir das der liebe Gott geschenkt? Nein, ich bin also sehr mickrig angefangen, kann man sagen. Ich mache es jetzt 3 Jahre und bin inzwischen zweifache Weltmeisterin. Ja, aber hast du, wie viel Zeit hast du dem Ganzen geschenkt? Ja, ich trainiere also 5-mal die Woche, 2 Stunden vom Wettkampf, 6-mal die Woche, 5 bis 6 Stunden am Tag. Nun ist es ja so, dass man bei Männern oft sagt, also wenn viel Muskeln da sind, fehlt es woanders, sagen wir es mal so. Und bei Frauen begeht man dem Ganzen auch mit einer gewissen Skepsis. Man sagt also, naja, das ist doch also nichts für Mädchen. Wobei man bei dir also sofort sieht, ich habe also sofort gesehen, Mensch, das ist ein Mädel. Also du bist also auf keinen Fall maskulin. Nein, möchte ich auch nie werden. Ich lege also sehr viel Wert auf die Ästhetik. Ja, kann man das denn so steuern? Ja, das kann man steuern, sicherlich. Ja. Und ich meine, wo soll das hinführen? Also ich meine, du bleibst jetzt dein Leben lang so, musst jetzt immer so weitermachen oder lässt du eines Tages einfach dann saugen? Ich werde wohl irgendwann anfangen, nur 2-mal die Woche zu trainieren. Aber wenn mal jemand damit angefangen ist, diesen Sport zu machen, wird er feststellen, dass es leicht zu einer Sucht werden kann. Und ich bin nun so, ich schreibe jetzt mein erstes Buch. Ist das was Positives, so eine Sucht? Oder sagst du jeden Morgen, guckst du in den Spiegel und sagst, oh, da muss was weg und hier, was ist denn da? Stell dir mal vor, du wirst älter. Ich meine, Jede Frau tut das. Ja, sicher, aber ich meine, schau mal, alle werden ja älter, sogar ich. Und ich meine, dann ist halt... Ich versuche dem entgegenzuwirken, dass es eben, jetzt wenn man merkt, es wird schlaff, dass es eben länger fest bleibt. Aber irgendwann weißt du auch, es ist denn, ich meine, das ist ja der Weg alles irdisch. Also, ich werde es wohl immer festhalten, solange ich trainiere, aber wenn ich mal aufhöre... Das geht, ja? Ja, sicher. Toll, dann wünsche ich dir, dass es auch noch so lange läuft. Was sind so die nächsten Pläne? Ich meine, machst du jetzt wieder eine Reise oder geht man auf Weltmeisterschaften, auf Europameisterschaften? Ja, im September ist die nächste Weltmeisterschaft. Schon hauptberuflich eigentlich das Ganze?
Ja, kann man sagen. Ich habe ein eigenes Studio in Kiel. Ja. Und ich beabsichtige auch in mehreren Großstädten ein Studio aufzumachen, wie meine. Ach, du machst richtig und dann, dass alle Mädels aussehen wie du. Ja, ich hab also gucken wir doch mal, das ist natürlich ein weiter. Das ist, okay, gut. Also dann, mein Studio ist ja auch nur für Frauen. Also nur für Frauen. Das ist ein Jammer, na gut. Dann bedanke ich mich. Es war tschüss. Wiedersehen. Gabriele Sievers. Eine starke Frau. Wir kommen zu einem starken Mann. Sie kennen ihn alle. Sie kennen ihn vielleicht als Filmheld. Sie kennen ihn ganz bestimmt, wenn Sie wissen, wie der schönste Mann der Welt aussieht, denn er ist es, Arnold Schwarzenegger. Arnold, Arnold, bitte schön. Das ist ja fantastisch. Ich komme mir vor, wie wenn ich bei einer Bodybuilding-Meisterschaft bin. Ja, wir haben heute. Es fängt an mit Kraft und mit Gewichtheben und Frauen-Bodybuilding. Nur bei mir fehlt der Thomas ist übrigens ein fanatischer Bodybuilding selbst. Er macht Bodybuilding schon seit Jahren. Jedes Aber Mal, es merkt keiner, es merkt nein, nein, keiner. Das merkt schon jeder. Jedes Mal, wenn ich zum Busex ins Sportstudio gehe, ist er dort und pumpt auf ja, und post ja, vor ja, Spiegel, ja. Ganz naja, eingeölt. Also, langsam, die Waden habe ich schon mal gezeigt. Ich meine, in der nächsten Sendung einen Arm frei und so, also mit der Zeit. Aber mein, als du angefangen hast, hast du auch so ausgesehen wie ich oder war schon ein bisschen mehr los? Man ist ja an für sich, was ich gerade die Gabriele gefragt habe, irgendwann muss man zu diesem Sport kommen und du hast ja gemerkt, mit meinem Körper ist was zu machen, oder? Ja, mit deinem Körper ist auf jeden Fall was zu machen. Das weiß ich, aber mit ja, deinem. Sicher. Nein, es ist wichtig, dass jeder ein bisschen trainiert. Ja. Es gibt einen gewissen Prozentsatz von Menschen, die dann bei Meisterschaften mitmachen wollen. Ganz das ist geringer. Ein geringer Prozentsatz. Ja. Aber wie gesagt, die meisten trainieren nur für Fitness, für Gesundheit, ja. Dass sie sich ein bisschen stärker fühlen. Macht so ein Leben eigentlich Spaß? Ich meine, wenn man also wirklich immer gucken muss und also jede Bulette und jeden Hamburger, das ist nichts für mich. Oder haust du auch manchmal rein? Lebst du nur so von Schrot und Korn und von deinen Übungen, oder? Ich hau jeden Tag rein. Also ich esse alles, was ich essen will, deswegen trainiert man ja, dass man dann die Kalorien wieder abbrennt. Ja. Man muss sich nicht den ganzen Tag sie anschauen oder den ganzen Tag trainieren. Man kann ja 45 Minuten dreimal in der Woche trainieren, ja. Das ist genug. Es ist also nur das Ausgleichstraining, dass man sich besser fühlt. Und also wahrscheinlich hat dieses Vorurteil irgendwann ein mickriger Intellektueller erfunden, der gesagt hat, also wenn ein Mann viele Muskeln hat, ist im Hirn nicht los, das kann doch nur die Notwehr irgendwelcher Leute sein. Oder ist es, hast du irgendwo, du kennst ja viele Menschen, die nun stark, und ich will dich ja gar nicht fragen, was dich betrifft, aber insgesamt hast du das Gefühl, dass es ein völliges Vorurteil ist oder ist es einfach irgendwo, ich weiß nicht, aber du kennst das Vorurteil sicher. Ich würde sagen, das Beste ist, wenn man einen gesunden Geist hat und einen gesunden Körper. Ja. Also die Balance ist wichtig. Ich bin sicher, dass jeder Sportler auf das losstrebt. Ja. Es ist immer gut, wenn man den Geist trainiert und den Körper trainiert. Ja. Nun sind wir immer stolz, wenn wir den Namen Arnold Schwarzenegger lesen, der Amerika nun begeistert, denn das ist ein deutscher bzw. österreichischer Name. Siehst du dich eigentlich noch als Europäer, als Österreicher oder bist du eigentlich schon Amerikaner? Nein, ich bin im Herzen Europäer und ich bin aber amerikanischer Staatsbürger, ja. Habe aber meine österreichische Staatsbürgerschaft behalten. Ja. Und bist du aber gerne hier? Ich komme sehr gerne nach Europa. Ich habe selbst 2 Jahre in München gewohnt. Ja. Und, ich bin in Österreich aufgewachsen, also ich habe sehr gern Österreich, Deutschland, ich komme ja. Sehr gern zurück nach Europa. Ich meine, jetzt mal schon mal eine Frage, wie ist denn das mit den Damen? Ich meine, du gehst da kaum noch im Schwimmbad spazieren und sagst, guck mal hier, aber ist es schon so, dass man mehr Schlag hat bei den Mädels mit so einer Figur? Hast du das Gefühl, dass die Frauen hinterherlaufen? Ich meine, ich habe es nicht, obwohl ich Bodybuilding mache. Ich habe keine Ahnung, ob die mir hinterherlaufen wegen meinen Muskeln oder wegen meinem österreichischen Charme. Aha. Keine Ahnung. Nun ist er ja nicht nur ein Schaumbolzen, sondern inzwischen auch ein sehr gefragter Schauspieler. Das hast mit Conan ja ungeheure Erfolge gehabt. Ich glaube, es gibt auch keine bessere Besetzung für diese Rolle als dich. Nun machst du aber einen Film oder hast einen Film gemacht, wo du die Muskeln gar nicht spielen lässt. Bist du in dem neuen Film Terminator überhaupt mal als Muskelheld zu sehen oder nur im Anzug? Da ist nur am Anfang von Terminator eine Szene für ungefähr 30 Sekunden, wo ich ganz nackt bin. Ah was? Ganz nackt. Geht ja gut und, los. In den restlichen Film bin ich also mit Kleidung, Uniform, an. Nicht langsam, sehr, sehr schnell. Und mit Lederjacken und so weiter. Und das ist das erste Mal, dass ich einen Bösewicht spiele. Eben, Film ist ja eigentlich ziemlich heavy. Also du haust schon rein. Wir werden das auch gleich sehen im Ausschnitt. Hat Kraft irgendwas mit Gewalt zu tun oder muss das nichts miteinander zu tun haben? Nein, überhaupt nichts miteinander zu tun. In dem Film hier ist alles mit Waffen, also es ist mit Pistolen, Maschinenpistolen, Gewehre und so weiter. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig für den Film, weil das ist nämlich, macht den Film sehr spannend. Mhm. Die ganze Handlung mit den Waffen und dann das Aussehen, was ich habe und dann die Aber du bist im Grunde ein friedliches Kerlchen.
sehr friedlich. Österreich. Sehr friedlich. Schauen wir uns einen Ausschnitt an. Arnold Schwarzenegger als Terminator. Guten Abend. Guten Abend. Ich bin ein Freund von Sarah Connor. Mir wurde gesagt, dass sie hier ist. Kann ich zu ihr? Nein, das geht nicht. Sie macht gerade eine Aussage. Wo ist sie? Das kann noch eine Weile dauern. Wenn Sie warten wollen, da drüben ist eine Bank. Ich komme wieder. Schwarzenegger als Terminator. Dieser Film war ein Riesenhit in Amerika. Er kommt jetzt auch zu uns. Arnold verlässt uns wieder. Schönen Dank, dein Auto hast du beim Pförtner geparkt, ja? Ja, ich habe leider noch keinen Führerschein in Amerika. Dann passieren sich so. Okay, danke schön. Also, danke. Hier ist Veronika Werner. Sie geht. Ach, ich mach mal. Blödsinn. Schut. Veronika Fischer, sie geht jetzt auf Tournee durch Deutschland. Sie sehnt sich nach Wärme. Veronika. Sehnsucht nach Wärme. Seit sie aus der DDR zu uns gekommen ist, ist ihr Weg immer weiter nach oben gegangen. Veronika Fischer. 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 So, jetzt habe ich hier
meine vier starken Herren, beziehungsweise fünf starke Herren, wenn ich richtig zähle, mit mir sind sechs. Das ist Stefan Miele. Er ist Karate-Ass. In einer ganz bestimmten Karate-Art, wie heißt die? Die heißt Shotokan-Karate. Ich mache aber auch zusätzlich noch vier andere Sportarten. Das wäre einmal das Kung-Fu im Old-Style. Ja. Und das philippinische Kombatanis, das Bo und zusätzlich auch die Selbstverteidigung. Und etwas Fitnesstraining, Body und so weiter. Was gehört ja dazu. Er wird uns heute etwas vorführen, was sozusagen seine Idee war. Und das ist nun nicht eine Sensationsgeschichte, sondern es ist eine Sache, die mit sportlicher Selbstbeherrschung und Körperbeherrschung zu tun hat. Er wird sich, wenn ich das beschreiben darf, zwischen diese beiden Stühle legen mit Fersen und Hinterkopf. Wir werden auf seinen Körper Waschbetonplatten laden, von denen eine wie viel wiegt? Ungefähr 30 Kilogramm. Also 120, unsere Waage ist nicht ganz in Ordnung, aber 120 ist richtig. So 120, der hat nämlich vorher genau noch 120 gezeigt, aber ich kann es garantieren. Auf jeden Fall eine Waschbetonplatte würde mir schon reichen. Nichtsdestotrotz wird mehr passieren. Wir werden ihm diese Platten auf die Brust legen und er selbst ein Weltmeister, nicht im Hammerschlag, sondern was bist du für ein Weltmeister? Ich bin Weltmeister in Full-Contact-Karate. Wie heißt du? Edo Hemmer. Ich komme aus Schluchse Hetzel Hotel. Und er ist einer, der den Hammer trefflich zu schwingen versteht. Er wird mit diesem schweren Hammer die Waschbetonplatten auf der Brust vom Stefan durchschlagen. Live. Und es ist wirklich also kein Quatsch und es ist kein Trick dabei und das sind keine irgendwelchen Schaumstoffplatten. Das ist alles so. Wie schaffst du das nun, ohne wirklich dich selbst in Gefahr zu bringen? Ja, es ist vor allen Dingen wichtig, dass man sich geistig in einen gewissen Trancezustand versetzt. Denn mit alleiniger Kraft ist es fast unmöglich, diesen Schwung vom Hammer und allein die Kraft des Mannes, der den Hammer schwingt, muss man ja abfangen und vor allen Dingen den Schlag auf den Beton noch, die Schlagwellen, die den Bruch verursachen sollen. Das kann man also mit normaler Kraft eigentlich gar nicht festhalten. Man muss sich also wirklich gelernt und gezielt konzentrieren, lernen und es später dann auch... Also das ist unsere Bitte, nicht nachmachen zu Hause, um Himmels Willen, also nicht irgendein Wörterbuch auf die Brust legen und der Vater haut drauf. Bitte nicht ausdrücklich gewarnt. Stefan wird sich jetzt vorbereiten. Die große Frage, fällt er in Trance oder fällt er vom Stuhl? Bitte schön. Also konzentrier dich, ich halte mich zurück und ihr macht mit. Das also jetzt sind einige Show- und Vorbereitungsübungen. Sie tun sich also nicht weh, sondern stoppen kurz vorm Körper. Es gibt dann auch eine Art, die er betreibt, wo also nicht gestoppt wird, wo es dann schon rangeht an den Feind, aber immer schön verneigen, das ist die japanische Mutter. So, jetzt macht er sich locker und ich bin jetzt ruhig. Kann noch was reden? Nur sonst lacht er noch. Gut. Und du greifst schon mal zum Hammer. So, und ab jetzt konzentriert er sich. Thank you.
Alle Platten durch und dir geht's gut. Dir geht's wirklich gut. Nein, ich nicht auch noch. Dir hat nichts wehgetan in diesem Moment? Nee, eigentlich gar nichts. Ich habe mich nur wohl gefühlt. Das glaube ich. Und du hast richtig drauf gehauen. Also ich habe mir gedacht, wenn jetzt nichts klappt, dann ist aus. Er hat heute Nummer 2 Platten durchgehauen und Nummer 3 und jetzt waren es alle 4, die er durchgekloppt hat. Und das sollte man aber nochmal zu Hause wirklich nicht nachmachen. Wir gratulieren und danke. Weiter so. Okay. So, wir haben jetzt, weil das ganze Jahr wahnsinnig schnell gegangen ist, eine Zeitlupe da. Gucken wir es uns gemeinsam mal an. Wir spulen das Ganze zurück. Vielleicht kannst du sagen, was in dir vorgegangen ist. Bist du eigentlich weg oder kriegst du alles mit? Thomas? Ja? Leider kaputt die Zeitlupe. Ach so, dann machen wir es halt nochmal langsam vor. gut. Dann war es das, aber es hat ja funktioniert und ja, Zeitlupe ist sowieso sehr lang. Guck mal, da ist sie. Da ist sie. Also nochmal. Jetzt, Papa holt den Hammer und... So, jetzt bin ich also, wenn ich das so anschaue, bin ich in dem Moment, bin ich überhaupt eigentlich nicht mehr da. Man sieht, dass mein Körper wieder noch nachschwingt. Das heißt, er ist in so starke Schwingungen gebracht worden, dass wenn der Schlag vom Hammer auftrifft, und der Schlag über den Beton weitergezogen wird auf den Körper, dass der Körper den Schlag wieder zurückstößt. Und in dem Moment darf man nicht da sein. Wenn man da ist, dann entstehen Schmerzen. Dann tut's weh. Und dann tut's aber weh. Alles klar. Stefan Miele, Dankeschön. Meine Damen und Herren, sie ist ein Superstar. Sie kennen sie alle. Gloria Gaynor. Music is my love. My love is music. Gloria Gaynor. Das war unsere Sendung. Das war Na sowas mit den starken Männern. Und wir wollen mal sehen, wie Kraft gegen Kraft ist, wenn sie in eine ganz andere Art und Weise trainiert ist. Friedel gegen Friedrich, Friedrich Sese, seines Zeichens Gewichtheber. Er, Fingerhackler, jetzt ziehen wir mal an. Noch nie gemacht das Ganze. Wir haben es auch nie geübt. Vielleicht sagen wir, wie es geht. Ich glaube, ich bin der Schiedsrichter jetzt. Mit dem Knie hier an. Und jetzt, warte mal. Erst etwas Segen in die Mitte. So, und jetzt Segen. Und jetzt, Zirkel, Friedel, oh. 2 Meter Finger, Dankeschön, Friedrich, das war's, meine Damen und Herren. Nächste Sendung in 14 Tagen, auf Wiedersehen und schönen Abend noch. Servus.